Da bin ich wieder. Also, es geht weiter. Und ihr seht, ich schaue dieselbe Kleider an. Also, ich mache heute, das ist jetzt das vierte Video an dem Tag. Ne? Also, ich ziehe mich jetzt nicht extra um für jedes Video. Ne? Also, ihr wisst. Ne? Solange ich nicht rieche, ist alles gut. Ne? So, also, wie gesagt, Informationen zu der ganzen Serie, warum ich die mache, gibt es im ersten Video. Ja. Und jetzt geht es dort drum, mit der Angst und Panik. Wie gesagt, die hat sich dann so verändert, dass ich halt einfach, also die Angst und Panik, auch mit dem Essen, ich konnte nicht mehr woanders da essen. Ich konnte, also weder bei Freunden, noch im Restaurant, noch bei McDonald's, noch sonst irgendwo. Also, es war extrem. Ne? Also, ich konnte grundsätzlich eine Sache essen, die jemand anderes zubereitet hat. Es war Katastrophe. Ich habe dadurch auch eine Freundin verloren, der die gedacht hat, ich würde mich vor ihr ekeln. Und dat, ich ekel mich ja nicht. Ich kann es einfach nicht. Ne? Da gibt es gar keinen Grund dafür. Ne? Warum? Dazu ist, ich muss mal gerade kurz hier eine Mundhöhle, weil ich habe Kaffee getrunken und ich hasse den ekelhaften Geschmack im Mund dann. Ne? Das ist auch so ein Ding, wenn man zum Beispiel so Panik oder irgendwas hat oder eben übel wird, am besten so Pfefferminz oder etwas Scharfes, also so scharfe Pfefferminz oder so, ne, wo man dann holen kann, dann ist das hilft auch, ne? Ich denke mal, es ist einfach nur so eine Backerin, ne? Nicht, dass er denke, ich hätte ihn nicht drauf gekriegt, ne? Ja, auf jeden Fall war das so, dass ich nirgendwo mehr essen konnte. Ich konnte so Situation war, also ich konnte auch nicht essen, wenn andere Menschen dabei waren. Mein Ex-Mann, der hat Schwestern, die waren bei uns zu Besuch und er wollte mich dazu zwingen, zu essen. Also mitzuessen, ne? Und ich konnte das einfach nicht. Ne? Er hat mich wirklich, ne, der hat, du isst jetzt was, war schon so, ne? Ja. Ich habe mir dann ein Stück Fleisch in den Mund geholt und habe das gekaut und habe es nicht keine runterschlucken, ne? Katastrophe. Es war wirklich übel. Und kein Mensch hat es verstanden, warum das so ist und warum ich das mache und warum ich nicht essen will bei anderen, warum ich nicht. Katastrophe, das war einfach ganz, ganz, ganz übel, ne? Also, wie gesagt, man verliert doch auch Freunde dadurch, ne? Dass sie einfach nicht verstehe, warum du das nicht kannst und dass das mit ihnen gar nichts zu tun hat, ne? Mittlerweile, ist das immer noch so, also das mit dem Essen und so ist immer noch so, ne? Also, ich kann zwar jetzt in Restaurants essen, ich kann bei McDonald's essen, ich kann überall jetzt so essen. Einfach, weil ich versuche, nicht drüber nachzudenken. Bei Privatpersonen, jetzt Freunde oder so. Zum Beispiel, eine Freundin von mir ist sau witzig gewesen. Ne? Ich war mal kurz bei der zu Besuch. Dann hat die mir extra eine kleine Flasche Cola gekauft, damit ich nicht aus dem Glas trinken muss. Ne? Weißt du, wo ich dann immer sagen, hätte ich dann besser nichts gesagt. Weißt du so, ich will auch nicht haben, dass die Leute sich umstellen machen wie mir. Ne? Das ist dann peinlich. Ne? Das einfach, das muss nicht sein. Ne? Das, ich habe mich ja so arrangiert mit meiner Familie und ach, immer sonst wo, überall, dass das keiner merken soll, ne? Dass ich immer noch Zwangsdings habe. Wenn ich mir zum Beispiel einen Salat mache, ne? Gurkensalat, ne? Katastrophe. Eine Katastrophe. Ich muss die Gurke wäsche mit heißem Wasser und mit Spülmittel, ne? Also richtig schrubbe das Ding, ne? Dann hole ich mir Zewa,
wasche mir natürlich, leere die Gurke kurz auf den frischen Teller, wasche mir die Hände 100.000 Mal, nehme die Gurke dann mit dem Zewa in die Hand, schäle die ohne und dann erschäle ich sie mit der Hand und schäle sie dann weiter und tun sie dann noch retour mit Wasser abspüle. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist mir zu stressig, das ist zu anstrengend, das ist richtig anstrengend. Es gibt Menschen, die denken, man macht das. Es gibt ja Leute, die haben Spleen, ne? Die machen das, weil sie einfach, wenn sie müsste das machen. Aber wenn du das wirklich machen musst, weil du das sonst nicht essen kannst, ne? Das sind dann so Zwangshandlungen, ne, die aus der Angst resultieren, ne, weil du denkst, du kriegst Bakterien, wo jetzt irgend so einer auf die Gurke drauf genießt hat oder ne, Wasche, die angefasst hat mit Händen, wo er gerade vom Scheißhaus kommen ist, so, ne, und fasst die Gurke da an und du sollst die so essen. Nö, das geht ja gar nicht, ne. Und das sind so Sachen, die sind immer noch in mir drin. Die Sachen sind immer noch komplett in mir drin. Und damit arrangiere ich mich einfach. Ne? Weil, ja, es ist einfach so. Ne? Ich bin jetzt so, vorher, wenn ich schaffe war, hatte ich in meiner Kittel, da haben wir damals noch so Kittel angehabt, da habe ich mein Pausebrot in den Sack gestochen, habe sie durch mal reingebissen und mal in den Sack reingestochen, ne? Scheißegal. Ne? Gar kein Gedanke gemacht. Ne? Heute ist das anders. Ne? Es ist Katastrophe, ne? Ich hab's auch schon mal erklärt gehabt. Es gibt ja Menschen, die holle Glas von oben und stelle dir dazu hin. Ne? Da ich kein Troublemaker bin, ne? Der dann anfängt, Probleme zu machen, guck ich genau, ich scharniere genau im Auge, was der macht, ne? Also in der Hinsicht jetzt, was, wenn es darum geht, mit Esse, mit Trinke und so, ne? Wenn mir jetzt irgendwo hingehe, habe ich genau im Auge, was die Person mit meinem Glas macht, zum Beispiel. Ne? Wenn die da oben anfasst und stellt mir das hin. Und dann weiß ich genau, wo die Finger waren und wo nicht. Und dann trinke ich nur dort, wo die Finger nicht waren. Ne? Weil ich jetzt kein Theater machen will. Ne? Einfach weil ich nicht will, dass das jemand weiß, dass ich, hey, weißt du, so Störungen habe. Ne? Ich habe auch meine eigene Tasse. Die eigene Teller habe ich jetzt mittlerweile nicht mehr, so weit sind wir schon mal, ne? Aber ich trinke auch nicht aus Gläser, ne? Also daheim, ne? Daheim. Ich habe meine Tasse, ihr seht, ich habe Kaffee in der Tasse, ich habe meine Cola in der Tasse, ich habe mein Wasser in der Tasse, immer. Ne? Ich habe außer da habe ich ein großes Glas, aber da trinkt sonst keiner draus, außer ich. Da trinkt nur ich draus. Ja, ne? Ist so, ne? Also, das muss ich sagen, ne? Das sind Sache, die sind immer noch so und die beeinträchtigen mich immer noch, aber so, dass ich es ertragen kann, ne? Ich habe mich damit arrangiert, ne? Wie gesagt, die Hölle-Panikattacke sind jetzt nicht mehr so präsent, aber dafür diese Zwangshandlungen dann, ne? Die mich davor schütze, ja, dass ich mich schlecht fühle, ne? Also, wie gesagt, wenn jemand meine Sache anfasst mit ungewäschten Finger, nö, geht nicht, geht nicht. Ne? Das ist ganz komisch. Ne? Also, das ist auch schwer für Menschen, wie gesagt, die sowas nicht haben, ist es auch richtig schwer, das zu erklären. Ne? Aber warte, jetzt muss ich erst mal, ich ziehe ich mal noch West an, weil jetzt habe ich noch kalt. Ich wollte dir jetzt eigentlich erzählen, ne, damals, wie das damals war, dass so drunter auch meine Ehe gestorben ist, sozusagen, ne, aufgrund der extremen Panikattacke immer noch, ne, also und dem nicht weggehen wolle, ne, einfach nicht unter Menschen sind und so weiter. Ich meine, mir war jung. Ne, mein Mann, der wollte was erleben, ne? Und das konnte er halt einfach mit mir als Frau nicht. Ne? Katastrophe halt. Ne? Das ist richtig schwer, mit so einem Mensch
erfülltes Leben führen, ne? Egal in welcher Hinsicht, ne? Und das war es auf jeden Fall, ne? Also von daher sage ich jetzt mal, dass wir nicht mehr zusammen sind, ist gar kein Wunder, ne? Weil was macht dann halt jetzt? Weil ja, es geht nicht, ne? So was ist unmöglich gewesen, ne? Also ich selber sehe das ja auch, weißt du, das ist ja nicht so, dass ich sage, ja, der hat ja auf mich dann soll Rücksicht holen, ne? Nee, weißt du, das sind normale Menschen, die brauchen nicht auf mich Rücksicht zu holen, ne? Was soll das? Ich meine, ich kann ja nicht andere mit meinem Macken, sage ich jetzt mal, noch inschränke. Verstehst du, das ist doch ganz klar. Also so sehe ich die Sache, ne? Ich müsste doch nicht noch mehr Menschen leiden, nur weil ich ein Problem habe. Verstehst du, wie ich meine? So bin ich halt. Ich mag das natürlich. Jetzt habe ich ja meine rote Schere gefunden. Die habe ich nämlich gesucht. Da ist sie. Ich will nicht haben, dass andere Menschen mehr drunter leiden müssen, wie notwendig ist. Ne? Deswegen, auch meine Kinder, ne, da fängt es ja dann auch an. Ne? Die habe ich halt so erzogen, dass die möglichst nicht viel damit zu tun hatte. Die sind ganz normal, ne? Die haben sowas nicht, ne? Und ich wollte das auch nicht, dass die, weil ich denen das vormache, das auch kriege, dass sie mit dem Essen so sind oder so, ne? Also ich habe es immer so gemacht, dass meine Kinder so gut wie gar nicht aufgefallen ist, ne? Die wusste, die Mama, die hat ihre eigene Tasse und ihr eigene Teller und fertig, ne? Das ist einfach so, ne? Da ist nicht hinterfragt worden, warum das so ist, ne? Nö, die Mama hat ihr Teller und ihr Tasse fertig, ne? Fertig. Ohne Gespräch. Da musst du gar nicht hier stundenlange Vorträge drüber halten, warum das so ist. Die akzeptiere das, so wie es ist. Du zeigst ihnen, das geht so, und dann mache die das so. Die dürfen das machen, wie sie wolle, aber meine Sache sind meine Sache und da will ich das nicht, ne? Fertig. Das ist so gewesen. Wie gesagt, da muss man jetzt stundenlange Erklärungen drüber, Kinder abgeben. Ja, dass wir dies, das, verstehst du? Die Kinder sind so mitfühlend, die holen das auf sich, ne? So bin ich nicht. So habe ich das nicht gemacht, weil ich wollte nicht haben, dass meine Kinder schon gleich mal Macke aufwasen, ne? Dass die so sind, ne? Und dementsprechend, ne, habe ich halt mein Leben so ingerichtet, dass es für mich in Ordnung ist, ne? Dass auch für alle anderen, die mit mir zu tun haben, in Ordnung ist, ne? Menschen, denen ich das so erzähle, für die ist es nicht in Ordnung. Die versuche dann ihr Bestes, es mir so angenehm wie möglich zu machen, ne? Was so richtig süß ist, ne? Wo ich dann denke, guck mal, wie toll, ne? Dass die sich so Gedanken machen, ne? Aber das ist gar nicht notwendig, ne? Weil du willst das auch nicht, ne? Du willst einfach normal aufgenommen werden, ne? Und eigentlich, weißt du, dann heißt es, ah ja, wenn ich sagen willst, wenn gesagt, willst du was trinke, ich nee. Ah ja, ich habe jetzt aber, ich habe eine extra Cola-Flasche geholt, Kleini, ne? Dass du auf der Flasche trinken kannst, ne? Wo ich dann sage, ah ja, dann gib her, verstehst du, das hat sie jetzt für mich gehabt, extra, ne? Weißt du so, und dann trinke ich es natürlich auch, ne? Aber da ich sowieso kaum was trinke, ne? Und dann schon die Durst, ne? Also von daher ist egal, ne? Oder da hat es mal Dani plus Sahne aus dem Kühlschrank geholt, ne? Und sagt, guck, das ist haltbar noch, ne? Weißt du so halt, ne? Das ist richtig süß, sowas, ne? Aber ja, das muss einfach nicht sein, ne? Weil das ist nicht notwendig, ne? Ja, aber wie gesagt, bei so Sache bin ich halt wie ein Fuchs, ne? Ich habe alles im Auge, ne? Und versuche, wie gesagt, ich will halt nicht mehr haben, dass fremde Leute das mitkriegen, ne? Dass das mir so geht, ne? Also versuche ich alles zu vermeiden, dass das. Also wer nicht drauf achtet, dem fällt es nicht auf, sage ich mal so. Ne? Wer drauf achtet, dem fällt es natürlich auch auf, was ich mache, ne? Und wie ich es mache. Aber ja,
die wenigsten wissen halt, ne? Nur Menschen, die halt mir nah sind, denn ich das erzähle, weil ich denke, die dürfen das wissen, die wissen damit um sie gehen, ne? Die stellen dich in den Tin, als wäre bescheuert, ne? Und deswegen. Und da sind wir auch nochmal bei der Sache, ne? Dass man hingestellt wird, als wäre man bescheuert, ne? Dann war die Sache, da hatte ich mal meine eigene Verlobung versaut, aber so richtig. Meinem Ex-Mann, seine Schwester, die hat ein Restaurant gehabt. Und er sah zu mir, abends, wir fahren noch bei Maria. Und ich sagte, nee, fahr allein. Und ein Theater, wir sind, also im Endeffekt sind wir nicht hingefahren, weil mir nicht, ich wollte dann, anstatt dann zwinge ich mich nochmal zu essen, ne, und dies und das und was weiß ich, ne, nee, ich will das nicht, wasche und die sind so gastfreundlich, wasche, du, wenn du da nicht essen tust und dann eichst, das ist schlecht, ne, warte, ne, dass du nichts zu essen tust, ne, und das wollte ich dann vermeiden, ich wollte keinen vor den Kopf stoßen mit meinem Spleen, ne, wie ich immer sah, ne, das ist natürlich etwas ganz Tiefgreifendes, ne, aber ich verharmlose das und ziehe das auch ins Lächerliche, weil die Sache an sich ist schon schlimm genug. Ne? Weil, wie ich euch im ersten oder im zweiten, nee, im ersten Video gesagt habe, im zweiten Video ist ja scheißegal. Ich war so ein lebensfroher Mensch, ne? Mit mir konntest du alles machen. Mit mir konntest du saufen, mit mir konntest du essen gehen, mit mir konntest du tanzen gehen, mit mir konntest du Diskos gehen, dies, das, was weiß ich, da ist nicht gefragt worden, nee, da ist gemacht worden, ne? Und umso schlimmer, wenn du selber das warst, umso schlimmer, dass jetzt anders da ist, ne? Dass du einfach so bist, ne? Und mit der Zeit sind dann halt auch noch die Depressionen dann mitgekommen, ne? Aber was ich eigentlich sagen wollte, war, dass mir dann Hans Solle dorthin fahre, bei meinem Ex-Mann, seine Schwester. Und wir sind dann nicht gefahren, weil ich gesagt habe, nee, du zwingst mich zum Essen. Am nächsten Tag rief mich dann seine Schwester an und sagt, ey, wo war er denn gestern? Und ich gesagt, daheim, warum? Jetzt kann ich die ganze Blume wegwerfen und esse und was weiß ich. Ich sage, was war dann? Ah ja, er wollte sich mit dir verloben. Ich habe Blume gekauft, habe alles schön gedeckt und gemacht und ihr seid nicht kommen. Weil ich dachte da, ne? Katastrophe. Aber mit mir war dann ach nicht zu schwätze, ne? Ich, wenn ich etwas nicht wollt oder Angst vor etwas hat oder mir etwas so unangenehm war, habe ich es einfach nicht gemacht. Fertig, ne? Selbst wenn er jetzt gesagt hätte, na, ich weiß nicht, ob ich dann trotzdem, ob ich dann mitgegangen wäre, aber ich glaube nicht, weil da sind 60, 70 Kilometer gefahren gewesen über die Autobahn. Wir sind sogar umgezogen. Wir sind damals vom Saarland nach Trier gezogen. Und mir musste über die Ortschaften fahren, weil Madame Pompadour keine Autobahn fahren konnte. So sind wir dann also über Stock und Stein geklunscht, ne, mit unserem ganzen Gerümpel. Zweimal, weil die Madame kein Auto gefahren ist, also keine Autobahn gefahren ist. Super. Also wirklich, mit mir hat man es echt nicht leicht gehabt. Mit mir war wirklich echt schwierig, ne? Und wie gesagt, für Menschen, die lebensfroh sind und ihr Ding machen wolle, ne, war ich jetzt zum Beispiel ein Klotz am Bein, so zu sagen, ne? Muss man jetzt mal sagen, wie das ist, ne? Traurig, aber wahr. Und ja, das war übel. Und da ist dann auch die Ehe kaputt gegangen, ne? Und ach, da, wie die dann kaputt war, habe ich mir dann selber nochmal in den Arsch gedreht, ne? Wo ich gesagt habe, sag mal ehrlich, das ist doch nicht dein Ernst, das da, ne? Das geht so nicht, ne? Das geht so nicht. Und ja, und dann ist es halbwegs normal gelaufen. Wie gesagt,
Das Einzige ist halt einfach mit dem Essen, wo ich halt aufpasse, bei wem ich esse, oder nicht bei wem ich esse, sondern passe auf, wie die Leute damit umgehen und so weiter und so fort. Ne? Das ist immer noch so. Aber nämlich so wie früher. Oh Gott im Himmel, ey, ne? Das war ja Katastrophe. Das war ja nicht zu machen. Das war, ja, wie gesagt, mit mir konnte man einfach kein schönes Leben in dem Sinn mit Aktionen und so konnte man mit mir halt einfach nicht machen, ne? Ja. Genau, das war jetzt im Großen und Ganzen die Panikattacke und Angstzustände. Wie gesagt, die Panikattacke und die Angstzustände habe ich mögt, also gut in gegrenzt, sage ich jetzt mal. Ne? Wie gesagt, das Einzige ist noch mit dem Essen, dass ich halt aufpasse, was ich esse. Ne? So halt. Ne? Also das ist jetzt schon so in die Normalität übergangen, dass ich das ganz schwer sagen kann, welche Maßnahmen ich da ergreife. Eigentlich, wie gesagt, ist halt mein Ding. Ich fasse halt einfach jetzt, wenn ich jetzt so die Finger anhang, fasse ich nicht. Wir haben ja, glaube ich, jetzt eben gesehen, wie ich das Gutz hier auspacke. Ne? Ich packe das Gutz hier dann so aus, dass dann noch das Ding dann so drüber ist und dann mache ich so ein Holz in den Mund, ohne dass das Bonbon angefasst wird. Ne? Ich bin mit mir selber so. Also ich passe bei mir selber auf. Ne? Das ist nicht, dass ich andere Menschen, vor anderen Menschen ihrem. Nee, das ist dasselbe bei mir auch. Ne? Also wenn ich mir Finger nicht gewäscht habe, fasse ich mir Sache nicht an. So ist das. Ne? Ich fasse das nicht an. Ich greife mir auch nicht so mit der Hand ins Gesicht. Ne? Also wenn, dann mache ich so oder mache es so, wenn es mich irgendwo juckt. Nicht, dass ich denke, ich putze mal dann die Schnuddel ab oder so. Ne? Nee, dann juckt es mich gerade und dann mache ich das so. Ich will mir nicht mit meinen Händen ins Gesicht fahren. Ne? Also so, ne? Ne? Halt, ne? Das mache ich nicht. Ja. So halt, ne? Es ist schwierig, ne? Ja. Aber wie gesagt, ich hab's für mich machbar gemacht, ne? Also stört mich nicht mehr, ne? Also wie gesagt, wenn ich mir Salat machen soll, dann stört mich halt, ne? Weil ich keinen Bock habe, mir 100.000 Mal die Finger zu wische. 100.000 Mal, da zeige ich, was ich essen soll, so wäsche und so mache. Katastrophe. Es nervt mich. Es nervt mich selber. Ne? Das ist das. Ne? Es ist einfach unmöglich. Ne? Ja, das ist das. Ne? Habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ne? Das ist das. Ne? Das sind Sachen, die nerven mich selber. Andere merken die nicht mehr, ne? Aber mich nervt's, ne? Mich nervt's kolossal. Aber ich kann's nicht essen, wenn ich's anders da mache, ne? Ich kann's da nicht essen. Und wenn ich verhungern würde, ich würd's nicht essen, ne? Das ist das. Dann sage ich lieber, ach nö, esse ich dann jetzt doch nicht, ne? Und wenn's das letzte Stück Schokolade ist, ne? Was ich jetzt hier nicht mehr essen darf, ihr wisst, also, ne? Da komme ich dann auch noch eventuell drauf, ne? Wenn ich. Der Heiko hatte Weihnachtsmann mit Hemd gebrungen. Wo auch immer er denn herhot, ne? So, ne? Schokolade-Weihnachtsmann. Und bevor ich jetzt das mit meiner Leber erfahren, habe ich halt mit dem Weihnachtsmann angeguckt. Ne? Ich denk, ach, ist ja nicht süß, komm, den holen wir aus, ne? Ich habe meine geheult. Und was ich gemacht habe, und das ist einfach so, ich habe erstmal die Verpackung gecheckt, ob die nicht irgendwo kaputt ist, ne? Und ohne drunter war ein kleiner Riss, ganz bisschen, ne? Also wirklich Stecknadelkopf groß, noch nicht mal, ne?
Löschelschirr. Alles klar, weggestellt. Nein, geht gar nicht. Geht gar nicht. Ne? Ess ich dann nicht. Geht einfach nicht. Ne? Und so ist das halt. Ne? Also, wie gesagt, wenn ich euch jetzt davon erzähle, ne, dann denke ich, oh mein Gott, wie kann man so krank sein? Ne? Aber im normalen Leben ist das schon Normalität. Ne? Ja. Das ist so. Ich lehre auch Besteck so drin, dass man das nicht vorne angreifen muss. Ne? Weißt du, wenn ich dann sehe, wenn der Taiko in der Schublade rumwühlt, Kitty, ich stemme in Bruch trete, ne? Ohne Witz, ne? Der macht mich richtig bäs, ne? Ich lehre die Sache schon so hin. Ne? Ich organisiere das so, obwohl man nicht für möglich halten soll, dass irgendwas bei mir organisiert ist. Aber das hat alles seinen Grund. Ach, die Tasse, die stehen so da, dass man sie so greifen kann, dass man nicht die Tasse von overholen muss, ne? Und was, dann hält man mal eine und zieht die hoch und denkt, oh, ne, hält man doch nicht und stell sie nochmal hin. Er will ich nicht, ne? Mittlerweile habe ich so viel Vertrauen zu denen, außer der Heiko, der ist nicht in einer Kontrolle zu bringen, ne? Das ist halt schwierig, ne? Also mit dem ist wirklich schwierig, ne? Also da muss ich immer aufpassen, ne? Ja, ist einfach so, ne? Und deswegen, da, das ist nur für mich halt in dem Sinn dann. Mittlerweile, wie gesagt, habe ich mich so organisiert, dass es für mich nicht mehr so schlimm ist. Ne? Halt immer noch da ist, aber ja, ne? Gibt Schlimmeres. Ne? Also, wie gesagt, Hauptsache die Panikattacke sind möglichst weg. Ne? Wie gesagt, vor 1, 2, 3, 4 Woche, 4 Wochen, habe ich nochmal Aufflamme gemerkt. Das ist aber auch wahrscheinlich dem ganzen Stress geschuldet, der im Moment dann halt so ist. Aber ja, ich habe es niedergekämpft. Gut. Wie gesagt, wenn er Fragen hat oder irgendwie Anregungen und Tipps für andere oder Erfahrungen, die er selber gemacht hat, könnt ihr mal gerne Kommentare schreiben. Ich beantworte die Kommentare in Videos. Und wie gesagt, über Abo würde ich mich freuen. Damit er keine Videos mehr verpasse und ich sehe, dass er es auch sehen wolle. Ne? Gut, ich wünsche euch jetzt noch das Übliche. Pass auf euch auf und bis zum nächsten Teil. Tschüss!